Hallöch, mein Lieben, herzlich willkommen in der Hölle. Wir sind wieder mal zurück im Reich von Ägypten mit Civilization 5. Und ja, wie bereits erwähnt, wir sind in der Hölle. Überall um uns herum sind viel zu starke Fraktionen aufersprungen, beziehungsweise Länder, Gebiete, was auch immer, aufersprungen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Spiel geht und werde wahrscheinlich bald sterben. Zum Glück sind die Mongolen noch nicht auf mich losgegangen, also haben sie etwas Zeit uns gegeben. Allerdings rechne ich jederzeit damit, eine mongolische Armee vor der Nase zu haben. Sterben müssen. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Stadtverbindung zumindest zwischen unserer Hauptstadt und Memphis eingerichtet. Noch bringt sie uns leider nichts. Ich bin erstaunt, dass wir überhaupt kein Gold dazu bekommen haben dadurch. Liegt vielleicht auch daran, dass wir so viel zahlen müssen an Zeug für unsere Truppen, für die Straßen und so weiter und so fort. Und für die ganze Modernisierung auf den Geländefeldern. Das ist eventuell, na, nicht so ganz funktioniert. Naja, jedenfalls wollte ich jetzt unsere Truppen mal ein bisschen weiter, ja, Zeug machen lassen. Ah, super. Na klar. Och, leckt mich doch am Arsch. Ernsthaft jetzt? Okay, das heißt, wir beschützen. Ja, wir beschützen unsere Truppen hier drüben. Mit dem Streitwagen. Was anderes bleibt uns ja quasi nicht übrig. Und schicken auch euch mal nach unten. So, mal schauen, ob das funktioniert. Also, wie gesagt, wir versuchen jetzt das Bahnlager hier unten auszuschalten. Mal gucken und, ja, gehen dann weiter auf den linken, auf den Philosophiezweig. Das bedeutet also, unsere Militärtechnologien werden erstmal nicht so stark weiter fortgesetzt wie bisher. Auf jeden Fall, oh, wir sind im Süden tatsächlich, wie es aussieht. Wie es aussieht, sind wir tatsächlich im Süden der Karte, auf der Südhalbkugel. Denn hier unten sehen wir bereits Polkappen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass da unten der Polkappen, Eiskappen, Eis sehen wir hier. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass da unten halt, wie bereits gesagt, der Südpol sein könnte. Beziehungsweise die Antarktis, oder? So. Das ist da halt so. Eiswüste. Ganz, ganz viel. Eis. Und Wüste. Woo! Ja. Besiegen wir mal ganz kurz diese Flotte hier, oder versuchen es zumindest, während wir hier unsere Truppen vorbringen, um böse feindliche Speerträger zu erledigen. Und auch hier machen wir schöne Fernangriffe mit unserer tollen Streitwagen-Einheit, die hier richtig schön viel Schaden zufügt. Ich glaube, das sollte nicht lange durchhalten, das Teil. Also, das Lager, meinte ich. Und ansonsten, ja, baut ihr hier bitte schön weiter Weideland und wir machen weiter. Oh Gott, ich brauche euch da gar nicht oben, unten gar nicht mehr. Ihr könnt wieder nach oben gehen. Wir sollten tatsächlich sogar mal ein bisschen hier im Osten auskundschaften. Wir überlegen, hier eine Stadt zu gründen. Dann hätten wir hier diesen Engpass, den wir gut schützen könnten. Hätten natürlich aber keine weiteren Stoffe, keine weiteren Luxusressourcen. Was natürlich auch nicht unbedingt das Beste ist. So, die Einheit hätten wir schon ausgeschaltet. Sehr schön. Versuchen wir jetzt hier, das feindliche Boot auszuschalten. Stirb. Sehr schön. Boot vor allem, ne? Ja, ihr wisst ja, ich meine, Schiff, Flotte, was auch immer. Und dann marschiert ihr zum Beispiel wieder zurück nach Norden. Während ich euch hier ein bisschen weiter erkunden lasse. Ich könnte die Typen eigentlich mittlerweile auf Autoerkundung stellen, allerdings möchte ich eigentlich so viel wie möglich über die ganze Welt herausfinden und so. Deswegen, und beziehungsweise von bestimmten Teilen halt Sachen herausfinden, wie es da aussieht und so. Deswegen schicke ich die ganze Zeit manuell noch durch die Gegend. Wir werden demnächst mal unseren Streitwagen, wie gesagt, nach Osten schicken, um hier mal ein bisschen aufzudecken, was wir hier möglicherweise haben. Es dürfte natürlich die Inka gegen uns aufbringen, die hier bereits, die Maya gegen uns aufbringen, die hier bereits zwei Städte haben, eventuell natürlich auch hier weiter nach Süden expandieren wollen. Wir haben es geschafft, das Mausoleum von Halikarnassos zu bauen. Sehr schön. Hat schon mal unser Einkommen erhöht, allein durch den Marmor. Sehr, sehr gut. Und ihr geht bitte hin und befreit, beziehungsweise erobert das Barbarenlager. Sehr schön. Ach, die Einheit könnte ich eigentlich nach Osten schicken, ja. Das heißt, ich muss gar nicht den Streitwagen schicken. Ha, egal. Bauen wir in unserer Stadt mal, eine Karawane. Wird nach Kabul geschickt. Ja, ist schon in Ordnung, ist schon in Ordnung. Dann schicke ich euch weiter. Oh, Brasilien. Ich bin Pedro, Imperador do Brasil. Tenho pouco tempo para gracejos. O que eu traz aqui? Ja, noch haben wir keine Geschäfte miteinander. Und die Japsen. Japaner. Der Oda. Na, es geht, Alter. Alles klar? Schön.
Eieieiei, Japan und Brasilien mit ihren öffentlichen Erklärungen die ganze Zeit. Jetzt geht mir doch nicht auf den Keks hier. Also sieht momentan so aus, als hätten wir einen ganzen großen verfluchten Kontinent zusammen mit allen anderen Nationen oder Fraktionen. Ja, verpiss dich doch. Das wollen die alle von mir. Schön auf jeden Fall, das bedeutet, wir haben dich alle auf. Also. Schön zumindest, dass wir. Ihr verliert die Kontrolle über Kabul. Ich habe euch gerade ein verdammtes Wunder gebaut. Ich darf die Kontrolle über euch gar nicht verlieren. Ja, schön auf jeden Fall, dass wir jetzt hier. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Dass wir nicht mit den ganzen Aggressoren alleine sind, sondern dass ganz, ganz viele andere noch dabei sind. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nie richtig Frieden haben. Yay! Oh mein Gott, das wird so toll. Verpiss dich. Obwohl, mit Japan könnten wir schon eine Botschaft machen, ne? Und Pascal ist bereits im Mittelalter. Pakal ist bereits im Mittelalter. Wundervoll. Ich glaube, wir sind da noch lange nicht. Ne, wir brauchen noch ewig, bis wir mal im Mittelalter landen. Und unser goldenes Zeitalter ist leider auch vorbei. Das heißt, unsere ganze schöne Kultur und unser schönes Geld sind beide leider weg. Gute Nachricht ist, dass wir relativ schnelles Wachstum da haben. Schlechte Nachricht ist, alter Schwede, ist Brasilien bereits ein großes Reich geworden. Das kann ja was werden. Wir brauchen einen neuen Siedler. Ja. Nach der Karawane kommt der Siedler. Den wollte ich vorher schon bauen. Ich hab's vergessen. Seht ihr, wie viel Scheiß ich verpeile? Das ist ja schrecklich. Meine Nase ist immer noch am Rumstopfen. Ist doch schrecklich. Alles schrecklich hier. Mano. Okay. Ab mit euch nach Osten. Möchte gucken, ob es hier wenigstens Perlen oder irgendetwas gibt. Aber wahrscheinlich gibt es die nicht. Außerdem haben wir, glaube ich, schon Perlen. Jo. Das heißt, Wale könnten wir noch holen. Ja, Wale haben wir noch nicht. Was haben wir hier? Tyros. Nochmal 15 Gold. Danke dafür. Na, es geht hier drüben so. Ab. Nichts wahrscheinlich, wa? Ich marschiere mal hier so bei dir vorbei. Dankeschön. Und noch ein paar Bahnlager entdeckt. Na, wo haben wir das denn diesmal? Ah. Na, perfekt. Genau da. Genau auf der Stelle wollte ich meine Stadt gründen. Ah, Leute. Naja, schauen wir mal. Also, ich würde mal sagen, dieser Trupp marschiert in die Hauptstadt zurück und baut von dort aus schon mal eine Straße in die Richtung hier. Während wir uns diese Speerträger hier drüben mal vorknöpfen. Okay, schade, keine Luxusressourcen hier, bis auf das Gold, was wir leider schon in rauen Mengen haben. Schade. Sehr, sehr schade. Nächste Runde, bitte. Oh, der große Leuchtturm wurde in einem fernen Land gebaut. Sehr, sehr, sehr mysteriös und geheimnisvoll und. Belgrad wird angegriffen von Barbaren. Nicht durch Mongolen, also ist es mir vollkommen wurscht eigentlich. Arbeitsboot bringt uns hier drüben nichts, also würde ich mal sagen, baut mir einfach den Schrein, weil ihr es könnt. Oder die Kaserne. Die bauen wir hier auch mal den Schrein. Ein bisschen Glauben kann nicht schaden. Und dann bauen wir hier endlich den Siedler. Ja, bauen wir den Siedler in 4 Runden ganz schnell. Beziehungsweise fokussieren wir alles, was wir haben, auf Produktion, um den Siedler in 3 Runden rauszuhauen. Sehr schön. Denn solange wir einen Siedler bauen, gibt es ja, wie wir eigentlich wissen, kein Wachstum. Und deswegen, ja, können wir auch alles auf Produktion hauen. Da ist noch eine Maya-Stadt. Wir sollten ganz, ganz schnell. Okay, handeln wir mit Kabu. Wir brauchen einfach das Geld. Ist ja schrecklich, wie wenig Geld wir hier machen. Wir können auch mit keiner anderen Zivilisation handeln. Ich fast schon überlegen, Berg Sinai in der. Be Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, it's happening. Scheiße. Scheiße.
Ich traue denen kein Stück weit. Ich traue denen nicht mal einen Millimeter. Spitzeste Stöcke, Genghis Khan, war ja fast schon klar. Wir müssen also unsere Truppen raufhauen, bis zum geht nicht mehr. Aber wir haben die Philosophie erforscht, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, jetzt da wir gesehen haben, dass Genghis Khan so langsam seine ganzen Truppen vorbereitet oder zumindest schon mal in Richtung in der Nähe unserer Grenze aufbaut, sollten wir vielleicht auf die Maschinen gehen, auch wenn das echt wehtut, weil wir eigentlich was ganz anderes, also ich eigentlich was ganz anderes machen wollte. Ich meine, wir gehen sowieso über Mathematik und Währung, die wir brauchen, definitiv demnächst. Insofern ist es in Ordnung, beziehungsweise noch akzeptabel, aber unsere erste Schwertkämpfereinheit, das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Noch eine Schwertkämpfereinheit, wuhu! Wo haben wir das ganze Geld auf einmal her? Egal, bauen wir bitte mal. Ach, ich habe da unten eigentlich die Möglichkeit gehabt, eine Plantage zu bauen. Das war ziemlich dumm von mir, auf dem Berg eine Plantage zu bauen. Senkt unsere Produktion. Außerdem wollte ich eigentlich mit euch eine Straße bauen. Aber als ich gerade die Mongolen gesehen habe, da habe ich mir schon gedacht, Plantage, tolle Idee. Straße, neue Siedlung, tolle Idee. Beziehungsweise vor allem können wir jetzt die staatliche Hochschule in Theben bauen. Das heißt, wir wollen noch 7 Runden warten, bis wir hier überhaupt irgendwas mit einer neuen Stadt anfangen. Die neue Stadt wird aber definitiv da drüben gegründet. Einfach so als schöner kleiner Vorhof. Würde ich mal sagen. Das bedeutet, weil wir da richtig schön verteidigen können. Wenn sich die Mongolen auf diese Siedlung konzentrieren, dann haben wir gute Karten. Und zufriedenheitstechnisch müssen wir uns einfach nur. Oh, die Amis! The people of the United States of America welcome you. Ja, fick dich. Und wir haben Sansibar getroffen. Schön. Schwertkämpfer in Verteidigungsmodus. Ich komme mir vor wie ein Yu-Gi-Oh!-Spieler hier. Okay, dann hau mir doch mal eine Sägewerk hier rein. Genau, sehr schön. Ne, Sägewerk habe ich gerade gesagt. Das habt ihr aber zum Glück alle nicht gehört. Und ich habe es gerade nochmal bestätigt. Never. So, verteidigen. Next round, please. Okay, warum marschiert ihr zurück? Ihr macht mich sehr, sehr misstrauisch. Oh, diese ganze Region, die jetzt gerade kommt. Hört auf, Religion zu gründen. Ich bin noch nicht so weit. Ah, so eine Kacke. Leckt mich doch am Arsch. Das war so klar. Egal, können wir schon aufleveln mit unserem Kriegsstreitwagen hier. Wir können ein Pantheon gründen. Ent Pantheon gründen, endlich. Haben wir ja schon sehr, sehr lange drauf warten müssen. Also, wir können diverse Sachen machen, ist ja klar. Wir können mehr Glauben uns reinhauen, was eigentlich gar nicht mal so schwachsinnig wäre. Problem ist, glaube ich, dass die ganzen Glaubenssachen nicht viel bringen. Die Steinbrüche, naja, das sind alles kleine Steinbrüche, glaube ich, die wir hier haben. Das ist eine Mine, genau, es ist eine Mine. Das hier ist der einzige Steinbruch, den wir haben. Und ansonsten bringen uns diese ganzen Wüstengeländefelder. Okay, wir könnten hier von diesen ganzen Wüstengeländefeldern ein bisschen Glauben fabrizieren lassen, ist aber trotzdem nicht so ganz unser Ding. Wir könnten die höhere Wachstumsrate annehmen. Auf jeden Fall immer eine gute Idee. Wir können Produktion erhöhen. Gibt es irgendwas? Wissenschaften steht. Wir könnten natürlich unsere Wissenschaft erhöhen. Auch immer eine sehr gute Idee tatsächlich. Fernkampfstärke unserer Städte erhöhen, auch sehr gut, da wir uns gut viel verteidigen müssen wahrscheinlich. Zufriedenheit von Städten an Flüssen, deswegen gründe ich meine Städte meistens an Flüssen. Wir haben nur eine Stadt an Flüssen, werden nicht so viele Städte gründen, also eher nicht. Schnellere Grenzausdehnung, brauchen wir gerade nicht unbedingt. Dschungelgeländefelder interessieren uns nicht, Palast brauche ich nicht. Steht plus 1 Zufriedenheit, nein, nein, das überlege ich gerade. Das überlege ich gerade. Wissenschaft oder noch höheres Wachstum. Wir haben den Tempel der Artemis gebaut, das heißt, wir haben eigentlich schon relativ hohes Wachstum. Bedeutet, wir brauchen nicht unbedingt noch höheres Wachstum. Gleichzeitig sind unsere ganzen Siedlungen nicht alle gerade mit Wachstum und Nahrung gesegnet, bis auf Themen. Das hat relativ ordentliche Ressourcen, was die Nahrung angeht. Ja, wir gehen auf die erhöhte Wissenschaft.
Und was wir vor allem mal hier machen werden, ist euch hier runter zu schicken an einen ordentlichen Ort, wo wir wirklich was bauen, wo wir wirklich eine ordentliche, wo ihr wirklich ordentliche Felder bauen könnt, nicht da oben. Hier brauchen wir Felder auf dem Grasland, da wo es schon Nahrung bringt. Hier bringt es Produktion und Nahrung. Was bringt uns das? Bullshit. Ganz oder gar nicht, sag ich immer. Schöner Film übrigens. Okay, wir bauen jetzt hier mal, würde ich sagen, unsere Grabstätte in Memphis. Weil wir gleich untergehen werden, nein. Tatsächlich wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, irgendwas zu bauen, mit dem wir uns verteidigen können. Kompositbogenschützen oder sowas. Gleichzeitig bringt uns die Grabstätte halt Glauben ein. Kein Plan. Kein Plan, Mann. Ganz ehrlich, kein Plan. Gucken wir uns erstmal ein bisschen weiter um, würde ich sagen. Nächste Runde, bitte. Also ich glaube, derzeit können wir uns sogar relativ gut verteidigen. Sollte es hart auf hart kommen. Man kann sich halt immer ganz gut vercampen. Beziehungsweise die Mongolen sind noch nicht so scharf drauf, uns zu zerstören. Hier ist eine Grenze auf jeden Fall zu sehen. Aber ob das auch amistanisch ist oder ob das was Neues ist, kann ich nicht sagen. Ich habe übrigens nicht mitgezählt. Deswegen weiß ich gerade nicht mal... Ah ja, doch, das kann amistanisch sein. Das ist direkt darunter. Passt schon. So, baut mal bitte jetzt hier drüben genau eure Felder. Sobald die mit dem Sägewerk fertig sind, lasse ich sie wirklich hier drüben rüberbauen. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich wünschte, ich könnte es leugnen, aber ich habe echt Angst. Mal schauen. Also ich habe schon schlimmere Situationen gewonnen. Sagen wir es mal so. Man kann sich richtig gut verteidigen. Die KI ist dann auch relativ schnell bereit, weil sie nicht so klug ist, was die Angriffe angeht. Ist meistens relativ schnell dann sogar bereit, Frieden zu schließen. Wir werden sehen, wie sie sich hier verhalten wird. Oha. Deveremos prosperar. Da scheinen sich Brasilien und Amerika hier drüben zu kloppen um Siedlungsgebiete. Ah ja, nicht schlecht. Oder sie haben schon Krieg geführt, wer weiß. Ich glaube, ich hink meilenweit hinter allen anderen. Auf jeden Fall ist die Verteidigung der Welt hier im Osten relativ schnell abgeschlossen. Wir haben hier noch das größte Ödland der Welt im Endeffekt. Und sehr interessant finde ich auch, dass der Krieg hier drüben kaum vorangeht. Was natürlich auch an der sehr guten Position eigentlich der Koreaner liegt. Hier können sie sich super verteidigen und hier haben sie halt wirklich nur eine 4 Felder breite Front, die gleichzeitig auch sehr stark in der Reichweite der Hauptstadt liegt. Das heißt, sobald sie sich hier zurückfallen lassen, kann die Hauptstadt und diese Busan die ganze Zeit schießen. Das heißt, strategisch ist diese Position der Koreaner tatsächlich perfekt. Vor allem gegen so ein scheiß aggressives Volk wie die Azteken. Wir haben hier, wie ihr sehen könnt, eine wesentlich offenere Position. Die können von überall kommen und uns einkreisen und sowas. Deswegen habe ich mich halt in diesen Fluss zurückgezogen. Und weigere mich komplett hinter und über diesem Fluss, nördlich dieses Flusses, obwohl es ganz schön praktisch wäre, weil wir da Schwemmland haben, irgendetwas zu bauen. Auf jeden Fall rauben wir jetzt endlich dieses blöde Barbarenlager hier aus und positionieren schon mal unseren Siedler. Du schaust dich weiter um. Es gibt nämlich noch sehr viel zu sehen. Ah, Salvador. Das ist tatsächlich eine selbstgegründete Stadt der Brasilianer. Ha. Huh. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Eigentlich müssen wir bald mal irgendwie weiter expandieren, auch militärisch. Ja, lass uns das wieder machen. Das hat bisher ganz gut was gebracht. Und ich glaube, wir können es auch gebrauchen. Oh! Ach nee, stimmt, die Siedlung existierte schon eine Weile. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Eigentlich ein deutliches Zeichen dafür, wie schlecht es für die Azteken läuft. Aber wir sollten tatsächlich darüber nachdenken, Krieg gegen die Mongolen zu führen. Sollten wir tatsächlich drüber nachdenken. Okay. Du, mein Freund, marschierst jetzt wirklich hier hoch. Und ihr, meine Freunde, gründet jetzt tatsächlich hier unten eine Siedlung. Heliopolis! Yayzification. Yayifications meine ich natürlich. Okay. Ich glaube, die Folge ist schon raus, oder? Nein, sie kommt erst übermorgen. Oder? Warte mal. Nee, das ist. Die ist raus. Die ist seit vorgestern ist sie raus. Yayifications! Sehr schön. Okay.
Bauen wir. Oh nein, ich. Oh Gott, zu viel gelabert, zu wenig nachgedacht. Gibt's ein Autosave? Die 100. Runde. Er speichert nur alle 10 Runden, wa? Scheiße. Egal. Nee, das, da lade ich jetzt mal ganz kurz neu. Oh Gott, jetzt habe ich so drüber nachgedacht, dass ich alles andere vergessen habe. Es tut mir leid. Oh, scheiße, es ist das peinlich. Oh Gott. 2 Runden, bevor wir. Oh, und ich sehe gerade dort die Bibliothek in dem Moment. Haben wir die große. Haben wir die nationale Uni. Die Schule abgeschlossen? Nein, haben wir natürlich nicht. 2 Runden vorher und ich gründe eine Stadt. Oh, ich bin ein Idiot. Ein Mo-Idiot elefantösen Ausmaßes. Meine Herren, ey. Oh, es ist dumm. Oh, es ist dumm, 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 es ist dumm. Oh, es ist dumm. Gott, ist das dumm. Okay, setzt eure Reise fort. Ja, mit dem größten Vergnügen. Oh Gott, was habe ich alles gemacht in der letzten Zeit? Oh Gott, ich habe viel zu viel gemacht, ne? Ja, genau in der Runde habe ich auch angefangen, dieses Ding zu bauen, ne? Wundervoll. Ja. Okay. Machen wir alles so wie vorher. Machen wir alles so wie zuvor, würde ich sagen. Hier werden gleich wieder neue Truppen auftauchen. Oh, es ist peinlich. Es ist peinlich. Oh Gott. Also, ich mache jetzt nur noch bis zu diesem Punkt wahrscheinlich und dann werde ich diese Folge auch beenden. Wir sollten nächste Runde unser Pantheon gründen können. Es sei denn, es ist total random, weil man die gründen kann. Ich habe mich da, ehrlich gesagt, noch nie miteinander ausgesetzt, damit auseinandergesetzt. So rum. Ah ne, wir können unser Pantheon gründen. Sehr schön. Ach, natürlich kriegen wir Fernkämpfer als Gegner jetzt hier rein. Das ist schon mal random. Gut zu wissen. Wo ich jetzt hier die Grabstätte. Okay. Okay. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Oh Gott, dieser Fehler, ne? Das macht mich gerade fertig. Wie blöd ich da gerade gespielt habe. Kann man in 2 Runden vor der staatlichen Hochschule einfach noch eine Siedlung gründen? Oh, das ist so dumm. Die wird dann halt auch abgebrochen, komplett zurückgesetzt, wenn ich mich nicht täusche. Also die Produktion wird im Gegensatz zu anderen Gebäuden da nicht gespeichert dann. Nach dem Abbruch. Was halt auch ziemlich beschissen ist, weil wir gerade relativ viel Zeit auch darin verschwendet haben. Deswegen wollte ich es einfach nicht machen. Das wäre, also deswegen wollte ich es nicht. Das wollte ich jetzt nicht durchgehen lassen. Also die Bestrafung hätte ich wahrscheinlich verdient, aber ich habe schon so viel Scheiße gebaut in dieser Runde. Und ich stelle mich so schlecht an. Da kann man mir das auf jeden Fall mal gönnen, glaube ich. Immerhin. Da. Ich guck mal ganz kurz in die Demografie rein, wie es aussieht. Wir sind scheiße überall. Oh Gott, ja, wir sind schlechtester in fast in den wichtigsten Kategorien, also in Bevölkerung und Wissenschaft. Soldaten sind wir immerhin Platz 5. Aber ja. Wissenschaft sollten wir eigentlich ein bisschen weiter was draufsetzen. Wäre sonst ein bisschen blöd. Auf jeden Fall, ja. Deswegen gehe ich ja jetzt auch auf die staatliche Hochschule und so weiter. Damit wir halt wenigstens ein bisschen Wissenschaft jetzt wieder produzieren können. Ich habe da mich so weit abhängen lassen, dass wir auf jeden Fall da große Probleme bekommen könnten, wenn wir nicht aufpassen. Mathematik haben wir erforscht, genau, sehr schön. Wir können jetzt Katapulte bauen und so ein Kram. Aber das ist ja eigentlich egal.
Denn wir wollen wichtigeren Scheiß. Wir wollen Armbrustschützen und so einen Kram haben, obwohl wir dafür kein Geld haben. Deswegen gehen wir ja vorher auf die Gilden und so. Hey. Oh Gott. Okay. Mir dünkt, das Spiel ist doch manchmal etwas random. Zumindest hat sich scheinbar gerade die Mongolen, haben sich die Mongolen scheinbar doch gerade dafür entschieden, uns auszulöschen. Das ist schön. Das sei ihnen gegönnt. Es ist ein freies Land und zumindest ein freies Spiel. Deswegen natürlich können sie das machen, wenn sie es unbedingt wollen. Ihr, meine Freunde, hier baut mir jetzt bitte eine Straße nach hier drüben. Dankeschön dafür. Nächste Runde. Nein, noch nicht nächste Runde. Wir müssen erst unsere Einheit bewegen. Mongolen bewegen ihre Katapulte weiter und halten mich offenbar für einen riesigen Idioten, der ich auch bin. Aber nicht so ein großer Idiot. Ich bin am Überlegen, diese Katapulte präventiv anzugreifen. Mal sehen, sie könnten auf jeden Fall mit ihnen schwerlich eine Stadt zerstören. Aber gegen eine riesige Armee und gegen Katapulte gleichzeitig zu kämpfen, wird dann schwieriger. Deswegen ich unsere Truppen schon mal rüber über den Fluss bewege. Und ihr werdet jetzt bitte hier drüben noch ein bisschen was bauen. Du überspringst diese Runde und du bewachst hier bitte. Während wir hier die Umsegelung des Kontinents fortsetzen. Woo, was wir nicht können, weil Amerika uns den Weg blockiert. Fick dich, New York. Fick dich. Oh, die Katapulte ziehen sich zurück. Ha. Folgen oder nicht folgen, das ist jetzt gerade die Frage. Auf jeden Fall ist unsere staatliche Hochschule diese Runde jetzt abgeschlossen. Das bedeutet... Yay! Freundschaftserklärung mit Korea ist beendet. Das meinte ich eigentlich gerade nicht. Das bedeutet, dass wir das jetzt machen können. Dass wir... Truppen! Aber wir brauchen... Nein, Truppen. Truppen, 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 Truppen. Weitere Kompositbogenschützen. Her mit dem Scheiß. Wir brauchen diese Truppen. Ich kann leider hier drüben nicht viel machen. Ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal sicherheitshalber, was sie da drüben so vorhaben. Und gründen dann hier endlich wieder Heliopolis, wie bereits geplant. Sehr schön. Und Heliopolis baut natürlich direkt die Bibliotheca. Während wir mit dieser Einheit hier einfach mal auf automatisches Erkunden stellen. Denn was Neues können wir hier nicht erkunden. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, diese Folge hat euch damit soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns dann daran machen. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich so langsam gegen die Mongolen dann zumindest Truppen aufzubauen, um gegen die Mongolen vorgehen zu können. Wenn ich es richtig einschätze, haben die maximal 2 Städte. Nämlich hier und hier drüben. Und das ist auf jeden Fall praktisch. Dafür haben sie natürlich Unmengen an Truppen. Yay! Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut und ich hoffe, es wie gesagt, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, dann sagt mir das bitte. Falls nein, sagt mir bitte warum und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.